Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu meinem ersten Crusader Kings 3 Tutorial. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Aber keine Sorge, erstes Tutorial heißt jetzt nicht, dass ich hier das komplette Spiel erkläre, sondern das heißt, ich werde eine Tutorial-Serie machen, wo ich euch die allerwichtigsten Aspekte im Spiel, die ihr unbedingt beachten müsst, näher bringe, so dass ihr die Kampagne erfolgreich spielen könnt, ohne dass ihr andauernd nervige Erbteilungen habt, ohne dass ihr andauernd nervige Bündnisbrüche habt und ohne die Tatsache, dass ihr hier in diesem Spiel untergeht. Wobei ich natürlich zuerst sagen muss, also Crusader Kings 3 ist auch ein Spiel, da kann man auch mal mit seinem Königreich untergehen. Da kann man auch mal ein paar Titel verlieren. Man kommt in der Regel trotzdem immer wieder auf die Beine, aber das ist unter Umständen lässig und ich möchte hier einfach, dass ihr erfolgreich so eine Kampagne meistern könnt. Das Tutorial soll vor allen Dingen dazu dienen, Dinge in diesem Spiel zu erklären, die das Spiel selber nicht erklärt. Und Dinge in diesem Spiel zu erklären, die ihr so vielleicht auch gar nicht direkt zu Gesicht bekommt. Das heißt also, ich werde versuchen zu erklären, auf welche Werte ihr achten müsst, weil diese Werte Einfluss haben werden auf gewisse Ereignisse in diesem Spiel. Und ich werde euch außerdem eine eigene Schwerpunktsetzung präsentieren. So die Werte, wo ich der Meinung bin, die sind super wichtig, auf die sollte man auf jeden Fall immer achten. Noch ein kleiner Disclaimer zum Schluss. Manche Dinge, die ich hier sage, kann man durchaus kontrovers auffassen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr selber Spielerfahrungen gemacht habt, schreibt mir auch einen Kommentar. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt mir einen Kommentar und ich versuche zeitnah drauf zu antworten. Ich kann nicht immer auf alle antworten, aber ich kann zumindest alle lesen und kann vielleicht auch in einem folgenden Video darauf eingehen. Bevor ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, weil ich so schnell rede. Domäne und Besitztümer, darum geht's jetzt gleich folgend. Es gibt noch drei weitere Videos für euch heute in dieser Playlist, nämlich die Zufriedenheit von Vasallen und was wir machen, wenn die Ratsposten wollen. Dann der Rat und die höfische Politik. Und im vierten Part, da geht es nochmal um die Erbfolgeregelung und wie man Thronfolgekonflikte vermeidet. Und ich hoffe, euch damit erstmal geholfen zu haben. Es werden weitere Videos kommen. Bleibt in der Playlist drin. Ihr findet immer auch am Ende dieser Folge eine Verlinkung zu der nächsten Playlist. Und ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen kann. Der erste Wert, über den ich spreche, das sind eure Domänen und Besitztümer. Übrigens, ganz kurz, wenn ihr mehr oder einen höheren Domänenwert haben wollt, dann kriegt ihr das am einfachsten dadurch hin, dass ihr einen sehr guten Verwaltungswert habt. Ne? Das heißt also, wenn ihr hier auf die Verwaltung guckt, da haben wir hier einen Wert von 7. Insgesamt bringt uns das eine Domänenschwelle von plus 1. Und wir sind halt König, das bringt halt nochmal ein bisschen mehr. Ne? Ihr könnt aber natürlich, je höher eure Verwaltungswerte sind, desto mehr Domänen könnt ihr selbst verwalten. Eure Domänen sind ja euer Besitz, den ihr direkt selber verwaltet. Und tatsächlich gilt auch immer zu diesen Domänen euer direkter Besitz. Wenn ihr dort jetzt hier, sagen wir mal, noch eine Burg baut, dann kriegen wir eine Domäne hinzu, die wir aber selber nicht verwalten könnten, denn wir haben eine Domänenschwelle von 12, von 5, Entschuldigung, ne? Okay. Der erste Wert, um den es geht, ist der Domänenwert. Wir haben einen Domänenwert von 5 und diesen Domänenwert kann man zum Beispiel dadurch erhöhen, dass man einen Herrscher mit hervorragenden Verwaltungswerten hat. Dann kann man natürlich mehr Domänen selbst verwalten, mehr Kronland selbst regieren, selbst die Steuern dort eintreiben und mehr Truppen selbst rekrutieren und alles von dort, von der Domäne, fließt her in eure eigene Tasche. Jetzt kann es natürlich sein, dass man einen Herrscher kriegt, der dazu führt, dass der Domänenwert sinkt. Muss man also wieder was abgeben und dann ist es wichtig, ein paar Sachen so im Auge zu behalten. Da sage ich aber gleich noch was zu. Wir könnten jetzt zum Beispiel in Chablis noch ein neues Besitztum errichten, wenn wir genügend Geld hätten, und zwar einen Tempel, wenn ich das richtig verstehe. Und hier ist es wichtig, also selbst nehmen wir mal an, wir könnten da jetzt noch eine Burg errichten. Wir könnten diese Burg in Chablis selbst nicht als Domänenbesitz aufnehmen, weil wir wären dann über unserem Domänenbesitz drüber, nämlich bei 6. Es ist also wichtig, zu diesem Domänenbesitz zählen halt nur die Grafschaften und nicht irgendwie ganze Königreiche oder sowas. Es ist theoretisch natürlich möglich, ein ganzes Königreich selbst als eigene Domäne zu haben, theoretisch. Ja. Aber es sind in der Regel immer nur die Grafschaften und die Burgen, die wir halt besitzen.
Und wir sehen natürlich hier unten, klar, wir kriegen von unseren Domänen selbst wesentlich mehr Einnahmen und wesentlich mehr Soldaten, als wir das von unseren Vasallen bekommen. Also es ist immer sinnvoll, hier sich diesen Wert nochmal anzuschauen. Da sehen wir nämlich auch, welche Vasallen dafür sorgen, dass wir viel Geld bekommen und welche Vasallen dafür sorgen, dass wir viel Truppen bekommen und von welchen Vasallen bzw. auch hier eben Bürgermeistern wir so gut wie überhaupt nichts kriegen. Und das sind also auch wichtige Aspekte, die man immer im Blick haben sollte. Es gibt aber noch einen anderen und auf den will ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Da geht es um unzufriedene Vasallen und unzufriedene Untergebene. Also, wir merken uns auf jeden Fall erstmal prinzipiell, hoher Domänenwert ist gut, hoher Verwaltungswert ist gut, weil wir dadurch unseren Domänenwert eben natürlich erhöhen können und eine höhere Rangstufe beim eigenen Reich, das wir halt haben, ist auch gut, weil wir dadurch einen höheren Domänenwert kriegen und durch den höheren Domänenwert kriegen wir mehr Steuern und mehr Soldaten und dementsprechend werden wir dadurch stärker. Wenn wir jetzt aber ein Problem haben, wie zum Beispiel, ich habe jetzt kein so tolles Beispiel dafür, aber nehmen wir mal diesen Bürgermeister hier von Courtenay. Der mag uns, ne? Okay, gut. Finden wir einen mit einer negativen Meinung? Ich glaube jetzt nicht auf die Schnelle, ne? Aber okay, sagen wir mal, wir nehmen. Die mögen uns alle, das ist doof, okay. Nehmen wir den Bürgermeister von Courtenay und sagen wir mal, der hätte jetzt eine negative Meinung von uns und der wäre so ein Aufwiegler und würde uns eigentlich lieber tot sehen als lebendig. Dann solltet ihr überlegen, ob ihr diese Grafschaft von Montargis, ob ihr die vergebt an einen treuen Untergebenen oder an jemanden, von dem ihr der Meinung seid, der hat einen guten Verwaltungswert und kann mir dafür hier viel Steuern besorgen. Ne? Also behaltet auch die Werte Kriegsführung und Verwaltung im Auge, wenn ihr diese Fürstentümer bzw. hier die Grafschaften vergebt. Also geben wir es ihm. Wir vergeben ihm hier die Grafschaft Montargis, die zum Herzogtum Orléans gehört. Und was jetzt passiert ist, dieser Vasall hier ist nicht mehr uns untergeordnet, sondern er hat einen neuen Lehensherr, nämlich eben den Adalbert von Montargis, der jetzt hier das Ding verwaltet. Das heißt, er, sein Untergebener, der ist nicht mehr sauer auf uns, oder genauer gesagt seine Untergebenen, die sind nicht mehr sauer auf uns, die sind jetzt sauer auf ihren Lehensherr. Und unser Lehensherr, der ist uns aber gegenüber treu ergeben. Das heißt, der darf sich mit den aufmüpfigen Vasallen rumärgern. Hat natürlich wiederum zur Auswirkung, dass wir insgesamt halt weniger Truppen und weniger Geld bekommen, als wenn wir das jetzt selber verwalten würden. Das müssen wir natürlich immer im Hinterkopf behalten. Das ist halt wichtig, wenn man eine hohe Gemeindekontrolle hat. Dieser Kontrollwert, ne, der Gemeindekontrolle, der ist halt eben tatsächlich auch wichtig. Ne, den muss man halt hier immer auch noch sehen. Sorgt aber dafür, dass wir die nervigen Vasallen loswerden. Es kann also hin und wieder mal, wenn man innenpolitisch ein bisschen geschwächt ist, sinnvoller sein, so eine Domäne mal abzugeben. Und da bin ich ja von vielen gefragt worden, Günther, warum hast du deine Domänen alle an deine Untergebenen abgetreten? Vielleicht habe ich die Situation in meinem Spiel falsch eingeschätzt. Aber es ist eine ganz gute Möglichkeit, um aufmüpfige Vasallen loszuwerden.